Hallo, ihr Hübschen. Der Hintergrund sieht ja echt auch mal geil aus, ne? Ich bin krank. Ja. Ich huste mir die Lunge aus dem Hals. Nein, Quatsch. Und ich verbrauche eigentlich jetzt wirklich unumweltfreundlich viele Taschentücher. Ich habe auch schon geguckt, dass ich Stofftaschentücher benutze. Aber ja, die sind genauso feucht und nass danach und so viele Stofftaschentücher habe ich leider nicht zur Hand. Ich glaube, da brauche ich lieber demnächst noch so ein kleines Bettlaken oder ich nehme ein ganzes kleines Handtuch, was auch immer. Ja, es hat mich voll erwischt und egal was ich benutze, ob Stofftaschentuch oder so ein Taschentuch da, dieses Papiertaschentuch da. Es ist immer durch, wenn ich dann mal richtig putze oder mal niese. Ja. Oder auch mal huste. So viel dazu. So, das wollte ich mal gesagt haben. Also mein Weihnachten hat sich erledigt. Ich habe jetzt auch keine. Also das eine Video, was ich vorhin hochgeladen habe. Also heute, besser gesagt, was ich endlich mal veröffentlicht habe, was ich vergessen habe an dem Dienstag, eigentlich an dem Mittwoch, also diese Woche. Ne, letzte Woche meine ich. Ach, es ist ja schon Montag, Leute, tut mir leid. Ich habe durch diese ganze Erkältung und meiner ganzen gesundheitlichen Zustand die Zeit vergessen. Deswegen ist heute der 24.12. Genau, und das Video habe ich ja am 18.12. gemacht, was jetzt endlich online ist. Ja. Und ich habe gedacht, ich wünsche euch jetzt einfach jetzt mal Gesundheit, schöne Weihnachtszeit, einen schönen Heiligabend, der ist heute. Ich werde jetzt ja auch nicht singen, weil meine Stimme ist überhaupt hinüber. Ja, die ist wirklich sehr hinüber und mein Regal muss ja nochmal rumräumen. Das mache ich, wenn der Weihnachtsbaum wieder weg ist. Dann wird es sowieso ein bisschen noch rumgeräumt und dahinter verbirgt sich hinter dieser Gardine, verbirgt sich nämlich noch so ein kleines Eckchen, wo man Platz hat. Da wollte ich dann so Regalböden reinmachen und noch ein bisschen was verstauen, dann sieht man das nicht so. Genau, und sonst habe ich auch schon einige Kisten leer. Ihr steht übrigens auch auf einer halb leeren Kiste. Und da habe ich daneben eine Kiste, da ist jetzt Müll drin. Papier. Genau. Und da ich so viele Kisten jetzt übrig habe und meine Mutter gerne doch mal auf Kisten umsteigen möchte, die nicht ganz so schnell kaputt gehen wie eine Pappkiste, gibt es. Psst, aber das weiß ich ja selber. Ich bringe heute ein paar Kunststoffkisten mit. Ich hoffe, dass sie wirklich länger halten als diese Kisten, die sonst auf dem Dachboden mit diesem Weihnachtszeug sind. Und schon aufgeweicht auseinanderfallen, dass diese halten und dass keiner die irgendwie runterschmeißt. Und ich meine, man sollte auch keine Pappkisten runterschmeißen, die gehen genauso kaputt, aber diese Kisten hier, meine Plastikkisten, die ich euch in den letzten Videos gezeigt habe, die ich ersteigert habe sozusagen, die sind eigentlich ganz gut, wenn man gut damit umgeht, ne? Dann halten die einige Jahre. Nur mal so zur Information. Dann gehen die auch nicht kaputt. Also dann reißen die nicht kaputt. Also ich meine, die gehen ja nicht reißen nicht kaputt. Die brechen jetzt kaputt, ja? Diese Plastikkisten, Kunststoffkisten, die brechen kaputt. Genau. Und da sind ja auch einige schon mal vorher, also vor ein paar Jahren kaputt gegangen bei mir. Aber da war ich ja nicht schuld. Eigentlich. So doch, zwischendurch war ich auch selbst schuld, aber das erste Mal, das war jemand anderes. Tut mir auch leid, sie hat sich auch entschuldigt, die wollten mir gleich dann sofort neue kaufen, aber naja, egal. Das hat sich alles erledigt. Ich bin ja auch nicht nachtragend, Leute. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich wollte euch ja ein bisschen unterhalten, so zu Heiligabend. Besser gesagt, ist noch kein Heiligabend, aber ich kann es ja hochladen und dann heute Abend freischalten und dann sagen, schöne Weihnachten, schönen Heiligabend. Weihnachten ist übrigens ab morgen erst, meiner Meinung. Oder ab 0 Uhr. Aber es werden ja schon Weihnachtssachen versendet. Also ich meine, schon fast seit der Woche werden hier irgendwie, kriegt man da so
frohe Weihnachten, also so Weihnachtsgrüße immer und so Weihnachtsvideos zugesendet, wo man denkt, wo ich zumindest denke, hallo Leute, es hatte doch gar nicht so begonnen. Aber natürlich ist ja auch das frohe neue Jahr gleich. Nach Weihnachten beginnt das neue Jahr. Denn die Knaller hört man ja dann natürlich ab dem 27.12. oder schon am 26. Na gut, da kann man nicht so sagen, weil ab 27. kann man erst wieder einkaufen. Und dann gibt es wahrscheinlich am zwischen den 27. und 31.12. Böller zu kaufen. Und nicht nur Böller, sondern Raketen. Die werden natürlich jetzt dann auch alle bis zum 10. Januar oder bis zum 31. Ach Quatsch, wir haben 31. oder 30. Januar. Naja, auf jeden Fall gehen dann die ganzen Dinger, werden dann natürlich hochgejagt. Das ist für die Tiere, die natürlich in der Wildbahn rumlaufen und auch für die freien Laufkatzen und auch überhaupt für die Fußgänger, die mit ihren Hunden rumlaufen, gar nicht mal so. Gar nicht mal so schlecht. Nee, das ist einfach doch sehr schlecht, Leute. Auch für die Pferdehalter und sonstige Tiere, die so in den kleinen Bauernhöfen leben, erschreckt diese ganze Böllerei und diese Knallerei. Aber naja, mal gucken, wie das dann wird. Ich meine, man weiß ja nicht, wie am 33.12. das Wetter ist und ob man da überhaupt was sehen kann. Und ob es vielleicht eventuell so regnet wie in den letzten Tagen. Leute, das war nämlich ein schlechtes Wetter. Ich wurde sehr, sehr nass, klatschnass. Also ich glaube, vielleicht habe ich deswegen mir einen weggeholt. Wobei ich ja sofort meine Jacke ausgezogen habe und euch meine die ganzen klatschnassen Klamotten und auf die Leine gehangen habe. Weil diese Jacke, die konnte ich sozusagen ausfringen. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Meine Regensachen sind nämlich auch nicht mehr das wahre Neueste. Die sind, glaube ich, auch nicht. Ne, die sind auch nicht mal dicht. Also ich habe zwar so Regenanzüge, zwei Stück. Regenhose und Regenjacke. Muss ich mir mal irgendwie die nächsten Tage, Wochen, Monate neu besorgen, wenn es so weiter regnet. Ich meine, wenn das Wetter immer noch so regnerisch bleibt. Ja, leider. Denn diese Regenjacken sind auch nicht mehr das Neueste. Ich meine, nicht das Neueste, sondern überhaupt, die sind genauso undicht. Also ich meine, so bei so richtigen Platschregen bist du einfach durch. Ich meine, da kann man diese Imprägnierzeug, was es so zu kaufen gibt, oder auch dieses, mache eigentlich dann Essig rein ins Wasser oder wie auch immer. Man kann das ja auch alles Mögliche machen. Ich hätte mal vielleicht den Ton ausmachen sollen von meinem Gerät. Jetzt hat es wahrscheinlich gepinkt bei euch. Ich habe Nachricht gekriegt. Ja, ich nehme ja sonst immer Essig zum Imprägnieren von Regenklamotten und Schuhen. Also Schuhe nicht, also Schuhe gibt es ja auch was anderes. Aber Stiefel sind sowieso dicht, ich meine Regenstiefel. Ach ja, jetzt rede ich hier über Regen, aber ist egal. Leute, das war halt die letzte Zeit am Regnen und es gab keinen Schnee mehr. Aber wir hatten ja am 3. Advent, zumindest habe ich das hier gehabt, wo ich wohne, am 3. Advent gab es kurz mal Schnee. Und, haha, gut, dass ich neue Reifen habe auf meinem Auto. Ja, Allwetterreifen, Leute. Gott sei Dank, Amen, der liebe Gott hat mir was geschickt. Ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich mal die Reifen wechseln. Und das hat funktioniert. Kurz vorm Schnee. Und vor dem Riesenregen Pfützen-Dings, dass man da nicht einfach irgendwo reinlandet. Ja, so sieht's bei mir aus. Und wie sieht's bei euch aus? Feiert ihr Weihnachten? Der eine oder andere feiert vielleicht nicht. Ich meine, ich würde ja jetzt lieber im Bett gehen. Besser gesagt, erstmal gehe ich in die Badewanne und dann gehe ich kurz ins Bett. Und dann feiern wir Heiligabend. Anführungsstrichen. Ich bin meine Familie. Und dann gehe ich wieder ins Bett, im Krankenbett sozusagen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich das nächste Woche vor Silvester diese ganze Zeug hier weg ist. Ansonsten kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ja. Außer mit Erkältungsbad. Das mache ich jetzt schon seit fast einer Woche. Gefühlt, doch, ja. Gefühlt eine Woche gehe ich jeden Tag in die Erkältungsbad. Natürlich sollte man das nicht übertreiben, glaube ich. Ich glaube, das war vielleicht auch schon zu viel. Aber was bringt's? Ich meine, ich habe ja auch zwischendurch gefroren. Hatte, denke ich mal, auch Fieber. Ich habe nicht gemessen, weil ich schwitze mir das alles aus und wie auch immer. So, ihr wisst Bescheid. Anja ist halt immer Weihnachten
voll mit der Grippe erkrankt und ich habe hier nicht die heilige Grippe habe ich nicht stehen. Ich habe mir nur die Grippe eingefangen. Wahrscheinlich liegt das auch daran, weil das Wetter einfach irgendwie total wechselhaft ist. Also es ist schlimmer als im April. Entschuldigung, alles ist wirklich so, Leute. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter bei euch ist. Auf jeden Fall ist es hier, hier scheint wieder die Sonne. Letztens hat es geregnet, dann gab es Schnee. Also es wird richtig kalt, dann wird es wieder warm. Das ist nicht gut für mich. Ich bin sehr anfällig, glaube ich, geworden. Das ist, zumindest für diesen Winter. Wenn es ein Winter war oder ist. Naja, so viel dazu. Gut. Ich habe mir auf jeden Fall dieses Bäumchen so wieder angemacht. Aber ja, ihr seht, ich habe mir jetzt nicht nochmal ein bisschen umgeschmückt, dass es da hinten auch Kugeln und Lichterkette gibt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Besser gesagt, Erkältungskrippen, grippenmäßig, habe ich mich einfach ins Bett gelegt. Ich wollte ja am vierten Advent, also am Wochenende, das ist jetzt gestern, vorgestern, auch noch Plätzchen backen. Nein. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Vielleicht verschiebe ich das auf nächstes Jahr. Also bis zu den Heiligen Drei Königen und, glaube ich, sogar danach so ein bisschen, haben wir noch Weihnachten. Ich meine, das Spritzgebäck kann man ja auch noch bis zum Sommer essen. Wenn man dann was gemacht hat bis dahin. Ich meine, ich habe bis jetzt immer noch kein Weihnachtsgebäck gebacken, was mich sehr traurig macht. Aber es geht halt nicht. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Man halt einfach ganz erkältet ist. So, wenn man es abgekriegt hat. Entschuldigung. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und schöne Weihnachten und vielleicht bis nächstes Jahr. Oder wollt ihr mich nochmal sehen? Der eine oder andere möchte mich sehen. Yeah. Bis dann. Eine schöne Zeit wünsche ich euch. Yeah.